Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Al FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Auch wieder eine besondere Folge. Wir machen jetzt das letzte Spiel mit der Bundesliga und dann in dieser Folge am Ende, oder nicht am Ende, sondern nachdem wir das Spiel gemacht haben, werden wir uns die neuen Bundesligaspieler kaufen, außer auf den Positionen Stürmer, LM, ZOM und Torhüter. Und um das aufzuklären, für welchen Spieler ich mich als ZOM in der Calcio A entschieden habe, es war dann Valero. Ich habe mir die Werte von Valero und von Birsa angeschaut und lustigerweise, die haben beide einen beschissenen Abschluss. Also der direkte Abschlusswert ist bei beiden schlecht, lustigerweise aber bei Valero besser. Der hat, glaube ich, 69 auf Abschluss und Birsa 62. Birsa hat nur auf der Karte den besseren Schusswert stehen, weil Birsa den besseren Distanzschuss hat. Aber ich dachte mir, Valero ist ein 83er, ist insgesamt dann der komplettere Spieler, hat einen etwas besseren Abschluss vorm Tor, ist fast beidfüßig mit vier Ständen auf den schwachen Fuß, sehr gutes Dribbling, sehr guter Pass, hat auch eine bessere Ausdauer als Birsa, deswegen habe ich mich am Ende dann doch für Valero entschieden. 100% glücklich bin ich nicht mit ihm, weil logischerweise möchte ich immer einen ZOM haben, der auch einen guten Abschluss hat. Aber, naja. Es ist am Anfang halt so, dass man Kompromisse eingehen muss und deswegen habe ich mich für Valero entschieden und jetzt spielen wir mal und ich bin sehr gespannt darauf. Achso, ich muss auch mal dahin gehen, wo man spielen kann. Und ich bin sehr gespannt darauf, was für Spiele dann auf uns warten werden. Das Ding ist natürlich, wir haben jetzt nur noch 28.000 Coins, aber wir brauchen ja auch keine 11 Spieler, sondern es fallen vier Positionen weg. Das ist, wie gesagt, Torhüter, ZOM, Stürmer und LM-Position. Die haben wir schon. Dementsprechend haben wir ja nur noch sieben Positionen zu besetzen. Und selbst wenn wir jetzt 3.000 im Durchschnitt ausgeben würden für jede Position, wären wir gerade mal bei 21. Bei 24.000. Ne, bei 21. Ja, bei 21.000 Coins. Wir haben, glaube ich, 29.000 oder sowas und wir kriegen ja jetzt nach dem Spiel noch mal mindestens 1.000 Coins dazu. Und ich denke, es wird auch nicht so viele Positionen geben, wo wir mehr als 2.000 Coins ausgeben müssen. Innenverteidiger werden wir wieder definitiv für 2.000 oder weniger bekommen. Es gab ja auch in der Calcio A haben wir auch, glaube ich, drei Spieler oder sowas gehabt, die gerade mal 800 gekostet haben, ein anderer 1.000. Von daher, ich denke, die Innenverteidiger werden sehr preiswert werden. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger müssen wir schauen. Es könnte sogar sein, dass beim Linksverteidiger ich wieder mir Durm hole, also da gar keinen besseren bekommen, der preiswert ist. Rechtsverteidiger müssen wir auch mal schauen, aber wie gesagt, ich denke, Innenverteidiger werden preiswert. Sechser sollte es eigentlich in der Bundesliga auch einige Preiswerte geben. RM müssen wir schauen, aber ich glaube, RM gibt es auch einige Preiswerte in der Bundesliga. Also ich denke, wir kommen mit unserem Geld schon hin. Dieser El-Sharawi-Kauf mit knapp 40.000 hat es halt wieder ein bisschen reingerissen, logischerweise. Aber ja, es war einfach der Schlauste auf der Position in dem Moment. Und ich freue mich auch eigentlich, dass ich den hab. Ich finde ihn zwar nicht zu 100% optimal aufgrund seiner zwei Sterne auf dem schwachen Fuß. Hallo, Gegner, bitte! Aufgrund seiner zwei Sterne auf dem schwachen Fuß, aber ich denke trotzdem, dass er. Und er hat sich ja eigentlich in den letzten FIFA-Spielen immer sehr geil spielen lassen, war immer ein sehr beliebter Spieler. Und Coins-mäßig werde ich auf jeden Fall mit ihm gut Gewinn machen können. Bitte gute Latenz. Ach fuck, spielt denn niemand mehr online? Was ist denn los? Oder ich spiele einfach niemand. Gut, es gibt halt so viele Möglichkeiten zurzeit, was man spielen kann. Kann natürlich sein, dass sich alle versuchen, für die Weekend League zu qualifizieren oder diese komischen Battles spielen. Und deswegen hier nicht in den Ligen unterwegs sind. Oder es steigen alle nicht auf. Es spielen alle so schlecht, dass sie nicht aufsteigen in Liga 9. Deswegen gibt es keine Gegner. Wenn das so lang dauert, findet er halt gerade niemanden. Das gibt's doch gar nicht. Komm schon. Ich will aber halt auch nicht spielen mit scheiß Latenz. Gerade jetzt, wo das Verteidigen so anstrengend ist. Oh mein Gott, wenn da das Spiel laggt. Komm, ich will jetzt noch dieses eine Spiel schnell machen und dann mir die neuen Spieler kaufen. Jetzt macht mir mal keinen Stress. Oh, fuck, den kann ich nicht spielen. Wenn er einen Latenzbalken mehr hätte, also die orangenen Latenz würde ich jetzt gerade noch nehmen. Aber rot geht echt nicht. FIFA 17 war es ja so, dass ich auch oft dann gegen Spieler gespielt habe mit der schlechten Latenz, also mit der schlechten Latenzanzeige. Und es, okay, es ist auf rot gesprungen. Sorry, aber dann geht's nicht. Wäre es orange geblieben, hätte ich gespielt. Ja, hab dann ja in der Liga auch häufiger mal gegen Leute gespielt mit einer schlechten Latenzanzeige oder wo die Latenzanzeige schlecht war und da ist gar nichts passiert, da gab es kein einziges Lag.
Aber ich will das Risiko jetzt hier nicht eingehen. Kommt. Was mache ich denn, wenn ich jetzt keinen Gegner finde? Ich habe jetzt eigentlich Bock, noch ein Spiel zu machen. Also ich warte jetzt noch maximal 2 Minuten und dann breche ich die Aufnahme ab, weil ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt die Spiele einfach schon zu kaufen, weil die haben hier alle noch ein Spiel und ich will das einfach nicht verschwenden. Sehr. Moment, ist doch der gleiche. Warum springt denn das zwischen Rot und Grün? Was ist denn los mit dem? Ich habe gehofft, dass es sich irgendwann mal einpendelt auf der guten Latenz. Also an mir liegt's nicht. Wir haben, aber ich mache ja die ganze Zeit Aufnahmen am Stück. Das heißt, die ganze Zeit lief's ja. Oh, ich bekomme aber auch immer die gleichen Gegner. Mann, würde er gegen mich spielen? Jetzt ist es orange in der Latenz. Jetzt ist es sogar grün. Ach, jetzt warst du doch relativ stabil. Das scheint ja auch einer aus Deutschland zu sein. Er hat einen deutschen Fußballbund, glaube ich, als Wappen. Als Vereinswappen. Ich gehe mal davon aus, denn ja, Deutscher Fußballbund. Jetzt sieht's doch gut aus mit der Latenz. Spiel doch. Na also. Wieso nimmt er denn blau? Ich meine, ich wechsle jetzt nicht, aber warum nimmt er denn blau, wenn er schwarz hat? Was ist da denn los? Müssen wir wieder mit weißen Hosen spielen? So, und jetzt bitte Kruse, mach mal was, aber ich werde auf jeden Fall einen anderen Stürmer ausprobieren. Also Kruse hat bisher nicht so überzeugt. Der hat zumindest schon mal ein komplettes Team zusammen. Standardformation mit 4-4-2. Ja, ganz okay. Das Team natürlich besser als meins. Ein Silberspieler im ZM. Volle Chemie. Schauen wir mal. So, konzentrieren. Abwehr wieder gut stehen. Und die Tore machen. Will natürlich sehr gerne gewinnen jetzt, weil ich einfach gerne gewinnen. Und bisher leckt es nicht. Das ist schon mal gut. Also ich glaube nicht, dass der Schuss gefährlich geworden wäre, aber interessant, dass er da direkt abzieht. Das hat er gut gemacht. Wieder abgeblockt. Sehe nichts. Oh nein, eigenen Mann angespielt. Gegner bleibt im Ballkontakt. Ärgerlich. Oh. Glück gehabt. Anders kann man es nicht sagen, weil das Ding hätte auch gut reingehen können, aber ich konnte auch nicht wirklich viel dagegen machen, glaube ich. So, und jetzt bauen wir mal unseren eigenen Angriff auf, ganz in Ruhe und schießen ein Tor. Und machen damit direkt seine Moral kaputt. Schade. Ah, stand mal eigentlich gut. Und holen den Ball dann auch direkt wieder. Oh, da habe ich doch nur schon auf Passen gedrückt gehabt. Das war schlecht von mir verteidigt. Da hätte ich definitiv genau den Spieler, den er angespielt hat, hätte ich decken müssen. Sehr schön ins Abseits. Nice. Läuft da leider gut mit. Sehr gut, genau das wollte ich abdecken. Oh, zu straff.
Ach so, es war abgefälscht. Ich dachte, es wäre wieder so ein Schuss, der einfach zu straff war. So, ich mache jetzt mal nur, ich ziehe es mal noch kurz aus. Wir gucken, wie die dann kommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie da groß anders kommen. Oh, ich dachte, ich kann den Ball noch sexy mitnehmen. Hat mich wohl geirrt. Ärgerlich, dass der Ball nicht bei uns bleibt. Und dann mit Schmiedebach schön rausgegrätscht. Schmiedebach macht für einen 76er echt ein gutes Spiel. Gut gemacht von Chibamon, wie auch immer der ausgesprochen wird. Oh, eigentlich gut gemacht. Mit Schmiedebach war definitiv kein Foul. Wird bestimmt wieder kurz probieren. Nee. Arang ist nicht der Allerschnellste. Wie halt keiner mitkommt, oder zumindest viel zu langsam, ihr Idioten, ey. So musste ich meinen kompletten Konter abbrechen. Schade. Gut abgefangen von Meret. Sehr gut. Sehr gut. Aber wir bleiben einfach nicht im Ballbesitz. Sehr gut. Ach ja, Nte. Den habe ich ja noch gar nicht geachtet. Unser neuer LM. Sehr schlecht von mir. Aber das hätten wir uns selbst zuzuschreiben gehabt. Das war einfach richtig dumm im Aufbauspiel. Scheiße, da hätte ich glaube ich eine Schusstasche nehmen müssen. Verteidigen ist eigentlich ganz gut, wenn wir nicht irgendwie selber einen groben Schnitzer machen, kommen wir eigentlich schwer durch. Nice! Schmiedebach, ich habe ja vorhin ihn noch gelobt und gesagt, Schmiedebach als 76er ZDM, als 76er Sechser, gefällt er mir echt gut und es macht ja auch noch eine Bude. Sehr krass. Einfach mal geradeaus ins, ich glaube, es war eher das kurze Eck geschossen. Jetzt gehen wir auf Defensiv. Das war schön gemacht mit Arangis. Oh, krass, ich dachte, da geht echt rein. Aber das war schön gemacht mit Arangis und mussten dann auch abschließen. Also ich denke, da haben wir alles richtig gemacht. Nur halt schade, dass es kein Tor gab. Arangis ist aber auch nicht der allerbeste Schütze. Nicht der schlechteste, aber auch nicht der beste. Ah, genau, das wollte ich abdecken. Schön gemacht mit Subotic. Fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Och, ich wollte natürlich auf Kruse spielen. Krass, dass er dann trotzdem bei Arangis ankommt, obwohl ich ja gar nicht hinspielen wollte. Ich wollte auf Kruse spielen. Für Sommer. So, 1-0. Ich hoffe, wir schießen noch mindestens ein Tor, fressen keins und gewinnen das Ding. Damit die
Bundesliga ist ihr letztes Spiel genauso gewinnt wie die Calcio-Arm-Mannschaft. Hinterher bisher nicht wirklich auffällig, aber wie gesagt, momentan ist es auch noch relativ schwer, jetzt einzelne Spieler rauszupicken, wenn es sich nicht gerade um den Stürmer oder so handelt, wo man halt relativ einfach sieht, ob man ein Tor macht oder nicht. Oh, Moment mal. Oh, ich habe eine Pause angemeldet. Ja, ich hätte mal eher Pause drücken sollen, ich Idiot. Ich glaube, bei meinem Controller löst sich gerade hinten so ein scheiß Aufkleber ab und jetzt ist es total klebrig. Was total beim Spielen nervt. Und ich kann mit meinem Finger ran. Fuck. Das lenkt mich gerade ultra ab. Versuche es zu ignorieren. Schade, schade, schade. So, Pause. Oh ja, es löst sich wirklich der Aufkleber ab. Fuck. Ich ziehe ihn jetzt ganz ab, aber das sorgt halt dafür, dass hier Klebstoffklebrigkeit ist. Oh, Moment, vielleicht hilft es, wenn ich mit einem Taschentuch mal ein bisschen drüber wisch. Spucke nehmen. Ich glaube, es hilft. Ja, ist immer noch ein bisschen klebrig. Na, ein klein wenig ist es noch klebrig, aber jetzt deutlich besser als vorher. Ha, es geht weiter. Konzentrieren. Noch ein Tor machen. Sehr schön mit dem Tipp abgefangen. Über Umwegen zu Hintep. Macht einen Laufpass draus, hab nur meinen Pass gespielt. Hatte kurz Angst, aber dann hat er einfach zu überhastet abgeschlossen. All diese sind echt einfach geworden. Das ist krass. Okay, das war ein bisschen zu schwer für meinen Außenverteidiger, dieser ultralange Pass. Nehme ich ihn auch nicht wirklich übel. Das war auch interessant gespielt, aber ich glaube, er hat auch gedacht, dass er den anderen anspielt und nicht den. Deswegen kann ich nachvollziehen, dass ihm der Fehler passiert ist. Schnell ist Haraguchi. Schade. Doppelt schade. Okay, ich werde langsam müde, aber ich kann mich erst entspannen, wenn ich hier ein zweites Tor geschossen habe, am besten halt ein drittes. Oh nein! Wenn mein Spieler einfach mal entgegengehen würde. Er hat ja Alex Meyer, fällt mir gerade auf, der ziemlich langsam ist, aber einen guten Abschluss hat. Glück gehabt. Hätte auch gut und gerne reingehen können. Ganz in Ruhe. Also auch jemand, der gerne mal aggressiv drauf geht, wie es aussieht. Das war natürlich Pech, dass da Kruse den nicht macht, weil war richtig gut gespielt. Ich wusste es, dass er dahin spielt.
Ah, hätte ich einen Laufpass spielen sollen, schade. Schwere Ballannahme. Schön von Subotic, und das bei seiner Pace. Krasser Pass. Hätte ich direkt schießen müssen. Wollte ihn erst annehmen. Gut geblockt, den Schuss. Da hatte ich kurz Angst. Gefällt mir nicht, wie das hier die letzten Minuten läuft. Ich gehe mal auf sehr defensiv. Ah, gut gemacht. Jetzt wird er natürlich nervös. Schade. Ich habe noch gar kein Zeitspiel gemacht, fällt mir gerade ein. Geiler Pass auf Kruse. Ja, ich denke wirklich krasse Chancen hat er sich jetzt nicht rausgespielt. Klar kam er in den Strafraum und hat geschossen, aber habe ich auch teilweise und war halt einfach gut geblockt, gut gestanden. Klar, wenn ich ein bisschen Pech habe, wenn der Gegner ein bisschen mehr Glück hat, macht er den Ausgleich. Aber ich hätte hier auch mit ein bisschen Glück oder Pech beim Gegner selber noch ein zweites Tor machen können. Von daher bin ich eigentlich zufrieden und denke, es war auch gerechtfertigt, dieser Sieg. Und Vorlage mal wieder von Kruse. Ja, ist halt eher so ein mitspielender Stürmer. Passt nicht so zur klassischen Stürmerposition. Ist halt wahrscheinlich auch ein guter ZOM. Aber da haben wir jetzt Arangis, da brauchen wir erstmal keinen anderen. Ich will noch mal kurz gucken, was der für Werte hat. Kruse. Vier Spiele, vier Scorerpunkte. Wie gesagt, das sind jetzt drei Vorlagen, nur ein Tor. Und ich denke halt, dass es nicht wirklich krass ist, hier vier Scorerpunkte in vier Spielen zu haben. So, wir brauchen alles außer Stürmer, ZOM, LM und Torhüter. Bundesliga. Ich bin gespannt. Fast 30.000 Coins sollte eigentlich reichen. Geht dann wohl los mit der Innenverteidigung. Ne, Rechtsverteidiger. Das wird, glaube ich, teuer. Da werden wir keinen Preis werden finden. Ja, wie gesagt, ich fange gar nicht erst an bei nicht seltenen Stürmer, bei nicht seltenen Außenverteidigern. Ja, alles klar. Das habe ich fast geahnt. Jetzt schauen wir mal, ob es für 5.000 was gibt, was selten ist. Pisscheck müsste da wieder der Beste sein. Es gibt übrigens auch Inform Kimmich, aber der hat jetzt schon 70 Tempo, ist glaube ich als Inform 74 Tempo. Brauche ich nicht als Verteidiger, also das ist mir einfach zu langsam. Ich denke, es läuft auf Weiser raus. 2,8, der geht auch noch vom Preis her mit 2,8, es wird wohl Weiser werden. Ja. Auch nicht so langsam mit 84 Tempo, das gefällt mir gut. Wir nehmen Weiser. Mitchell Weiser. Nee, nicht André Weiß. Oh mein Gott. Und ich glaube, da war einer für.
2,8. 2,6, 2,5. Oh, es gibt einen für 2,4. Den nehmen wir mal schnell. Ich denke, mit dem können wir auch zufrieden sein, mit Weiser. Also von den Werten her, wie er sich spielen lässt, keine Ahnung. Ah, so, 2,4 lasse ich jetzt einfach drin stehen. Jetzt die Innenverteidigung, aber da sollten wir eigentlich preiswerte Spieler finden. Würde mich nicht wundern, wenn wir da wieder um die 1000 liegen oder noch weniger. Da haben wir Papadopoulos, etwas langsam für meinen Geschmack. Guveleu? Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, aber der sieht auch ganz, ganz okay aus. Ist halt leider nur ein 77er, 73 Tempo, ist schön. Nur 78 Defense, 74 Physis. Oh, stark! Sieht aber sehr sexy aus mit seinem 77 Tempo und 78 Defense und 77 Physis. Und 1,90 ist auch geil. Okay, ich denke, es wird auf jeden Fall stark. Und Brooks, okay, Brooks war schon mega geil in FIFA 16 und ich glaube in FIFA 17 und ich glaube auch schon in FIFA 16. Also der wird's auf jeden Fall, Brooks. Mit 74 Tempo, 81 Stiefel machen wir auch nicht viel verkehrt und auch 1,93, ja, Brooks wird auf jeden Fall, also jeden Fall Brooks. Ich denke, es wird Brooks und, oh, Nastasic haben wir ja auch noch, 80er. Stark ist halt ziemlich schnell und ziemlich groß, aber Nastasic hat deutlich bessere Defense-Werte. Ist auch 1,88. Und wie gesagt, ich denke, Defense ist einfach wichtiger als Pace in der Verteidigung dieses Jahr. Da wird es wohl Brooks und Nastasic werden, wie es aussieht. Wir schauen nochmal, ob es noch irgendwas anderes Interessantes gibt. Bender als Innenverteidigung. Ich meine, der hat ja auch 70 Tempo, 82 Defense, 80 Physis. Sieht auch nicht schlecht aus. 1,85. Bender oder Nastasic? Bender oder Nastasic? Bender oder Nastasic? Bender sieht fast geiler aus, oder? Als von den Werten her. Ist nur ein bisschen kleiner. Ich glaube, dann wird es sogar Bender werden. Hat auch den besseren Pass, das bessere Dribbling, ist fast beidfüßig, hat die bessere Physis, also wahrscheinlich auch eine Pferdelunge. Eine gute Ausdauer haben, dann wohl Bender und Brooks, wie es aussieht. Sané. Nee, Sané sieht nicht so gut aus. Bender und Brooks, Bender und Brooks, Bender und Brooks. Ja, Bender und Brooks. Da haben wir preiswerte Spieler, das dachte ich mir schon. Oh, ist jetzt Lars oder Sven? Es müsste Sven Bender sein. Wahrscheinlich super preiswert sein, den will er auf Garen, die auch nie, nicht wirklich viele spielen, weil er nicht so schnell ist. Also 70 ist halt schon eigentlich ausreichend für einen Innenverteidiger. 1,5, 1,4. Es gibt ihn genau einmal für 1,3 mit 26 Verträgen. Komm her, Junge, ich brauch dich. Ab in meinen Verein. Aber ganz schnell. Sehr geil. Also auch den werden wir wohl nicht so schnell wieder los. Es sei denn, der ist einfach total kacke, also lässt sich nicht geil spielen. So, und Brooks ist natürlich noch mal eine Runde kompletter gewesen. Den gibt's für noch weniger. Bender ist im Schnitt teurer als Brooks. Was ist denn da los? Den gibt's für 1000. Ja, da holen wir den für 1000. Geile Innenverteidigung. Ich glaube, die gefällt mir sogar besser als die Innenverteidigung der Calcio-A-Mannschaft, weil die hier ist, glaube ich, noch ein Tick schneller. Und Brooks ist einfach bestimmt ein totales Tier. Also Brooks wird wahrscheinlich genau wieder so geil sein wie in FIFA 17 und 16. So, Brooks raus. Jetzt bin ich ja mal auf die Sechser gespannt. Ach nee, ich glaube, erstmal kommt RM. So, Traoré. Ich glaube, das wird er werden. Ich glaube, es wird erstmal Traoré werden.
Noch mal einen Schluck trinken, Moment. Wobei ich auf jeden Fall in FIFA 17 und ich glaube auch schon in FIFA 16, aber zumindest in FIFA 17 bin ich nicht klargekommen mit ihm, aber seine Werte sind jetzt auch ein bisschen besser als in FIFA 17, glaube ich. Aber es scheint auch nur Traoré zu geben für den Preis. Zumindest als seltener Goldspieler. Ja. Ja, dann wird's Traoré. Also, ja, der hat gute Werte. Warum soll ich ihn nicht nehmen? Linksfuß zweifelt auf den Schwachen. Also, es ist nicht optimal, aber ich nehme den erstmal. Der kostet ja auch nichts. Okay, ich einfach Interesse halte, gucke ich jetzt nochmal, ob es da, was es da noch gibt. Aber ich glaube, es wird nichts geben, was preis-leistungsmäßig besser ist. Pulisic, 78er, scheiß Schuss, ja, nee. Vielen Dank, nein. Was war das hier gerade noch? Hermann, keiner macht mich mehr an. Nee, da ist auch teurer, brauche ich auch nicht. Ja, Traoré, es wird Traoré. Sonst müssten wir noch mal deutlich tiefer in die Tasche greifen und das möchte ich natürlich nicht. Brahima Traoré, mal gucken, was der kostet, aber den wird es wahrscheinlich für 1,2 oder so schon geben. 9! Okay. Hallo. Nice. Dreimal für 1,5, dann nehmen wir den mal mit. Jetzt kommen die 6er. Da bin ich echt gespannt, aber eigentlich müsste es da auch Preiswerte geben, die gut sind. Moment mal. Die 6er sind doch schon vorgekommen und ich habe sie übersprungen. Hector, den nehmen wir auf jeden Fall. Das ist jetzt schon klar. Gutes Tempo, gute Defense. Also sehr kompletter Spieler, anständiger Pass, anständiges Dribbling. Der wird es auf jeden Fall werden. Und Weigel. Der sieht nicht so komplett aus. Warum ist denn der ein 81er? Der hat schlechtere Defense, schlechtere Physis, schlechteres Tempo, gleichen Pass, gleiches Dribbling. Aber ich tendiere zu Weigel. Oh, Gullavogie hat sich immer gut spielen lassen. Der hat auch deutlich bessere Defense-Werte. Das ist halt ein richtig klassischer Sechser. Okay, also ich glaube, es wird Hector und Gullavogie. Bender ist mir zu langsam. Wobei er jetzt auch nur 2 Punkte weniger hat als Gullavogie, aber. Besseres Dribbling, besseren Pass, bessere Defense. Okay, ich glaube dann doch eher Bender, wenn ich mir so ganz genau anschaue. Ist die Frage Hector oder Gullavogie, aber ich glaube dann eher Hector, weil das ein sehr mitspielender Sechser ist. Und es ist immer schön, wenn man nicht nur einen Abräumer hat, sondern auch einen mitspielenden Sechser. Der Abräumer ist dann Bender. Şahin ist definitiv zu langsam. Camacho auch. Und das Schöne ist dann auch, dass ich die Bender-Zwillinge spielen lasse. Das ist auch geil. In der Innenverteidigung und als Sechser, das ist doch nicht schlecht. Das ist dann, glaube ich, das erste Mal, dass ich Zwillinge auf dem Feld habe. Baumgartlinger, nee, danke. Als 78er brauche ich den auch nicht. Krasse Physis auf jeden Fall. Okay. Hector und Bender. Dann haben wir es schon, oder? Fehlt noch irgendwas? Wir haben die Innenverteidigung, den Außenverteidiger RV, wir haben die zwei Sechser jetzt. Wir haben den RM, ZOM brauchen wir nicht, Stürmer brauchen wir nicht. Ja, das war's dann. Krass. Hector auch sehr preiswert. 1,3 sehe ich hier. 1,1. Krass, das ist so also billig. Also ich dachte, das wäre ein beliebter Spieler. Aber es gibt wahrscheinlich einfach zu viele preiswerte Sechser in der Bundesliga, deswegen kostet er nichts mehr. 1,1. Gibt ihn einmal für 1000.
Oh, ich freue mich auf meine beiden Teams. Natürlich besonders wieder auf die Bundesliga, weil ich die Spieler halt einfach kenne. Aber auch auf die Calcio A-Mannschaft freue ich mich schon. Die neue. Was war das andere jetzt, Bender? Lars und Sven vereint in einem Team. Das ist doch auch schön. Eins, zwei. Aber es war so, wie ich mir gedacht habe, dass es sehr preiswerte Sechser gibt. 1-1. Tausend, dann nehmen wir den für 1000. Oder wir gucken mal bei 1002. Das hätte ich eigentlich auch bei Hector machen können, fällt mir gerade ein. Ob es da einen gibt mit ganz, ganz doll viel Verträgen. Manchmal hat man ja schon Glück. Jetzt ist es am Anfang der Saison noch nicht ganz so. Später ist es dann eher mal, dass es welche gibt mit vielen Verträgen. Jetzt sind es meistens einfach irgendwelche aus dem Pack gezogenen Spieler, die da verkauft werden und nicht welche, die schon im Verein waren. So, fertig. Und das Krasse ist, guck mal, wie viele Coins wir noch haben. Wir haben nicht mal 10.000 Coins ausgegeben für für die sieben neuen Spieler bei der Bundesliga. Von daher optimal. Und dann freue ich mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Aufnahmen, wenn wir dann die Kollegen da probieren können. Aber ich bin jetzt auch ein Tick besser, aber wir werden definitiv dann das hier spielen. Also nicht das, sondern das nächste, was morgen anfängt, wo es keine Voraussetzung gibt. Ich hoffe, dass ich es schaffe, da mal vier Spiele in Folge zu gewinnen. Wäre geil. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ja auch bessere Teams. Bin zwar nicht eingespielt mit denen, aber egal. Und was ist hier? Es gibt keine Teilnahmebedingungen. Sind denn die Belohnungen noch gleich, die man bekommt? Gold 3, 20 Münzen, ein Megaset, ein Premium-Goldspielerset, 30.000 Münzen, Gold 2, ein Megaset, ein Premium-Goldspielerset. Gold 1, 35.000, zwei Premium-Goldspieler, ein Megaset. 50.000, ein Premium-Team der Woche-Set. Und ein Premium-Goldspieler-Set. Ja, die Belohnungen scheinen auch gleich zu sein. Okay, das war's dann für mich heute. Ich bin auch müde. Eieiei. Ja, mittlerweile macht das Spiel auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man so ein bisschen die Verteidigung raus hat. Und auch das Tore schießen jetzt mittlerweile etwas besser klappt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich auch mich für die Weekend League qualifiziere. Das wäre echt bitter, wenn ich das nicht schaffen würde, weil das Problem ist, dass ich genau dieses Mal an diesem Wochenende habe ich auf jeden Fall genügend Zeit. Am Samstag bin ich zwar auf einer Geburtstagsfeier, aber Freitag und Sonntag habe ich genügend Zeit, um die 25 Spiele zu spielen und auch ein bisschen noch am Samstag, logischerweise abends oder so. Deswegen wäre echt geil, wenn ich mich qualifiziere, aber es sind halt nur 8 Versuche, die ich habe. Und da muss ich 4 Spiele am Stück gewinnen. Und ich denke, zumindest was bisher die Erfahrung war, die Gegner sind echt nicht so leicht. Also, mal schauen. Egal. Das sehen wir dann morgen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.